So, ich rasiere mich jetzt schon mal. Ich habe heute ganz dekadent mir einfach mal Essen aufs Zimmer bestellt. Ich habe Hunger. Habe ich mich gerade fertig rasiert. Da klopft es schon, da ist das Essen schon da. So, hier guckt mal. Ein Burger. So, die Transvestiten sind auch getransvestitet. Melli, wie geht's dir? Mir geht's fantastisch. Ja, und dir? Ja, ganz gut, ja. Ich will jetzt aber endlich was saufen, ganz ehrlich. Oh, wir brauchen wegen den Verdammt. Ah, oh. Hallo. Guten Abend. Epiphany. Epiphany, yeah. You have to get dressed up. Oh, shit. Dress up. I will. Yeah. Just give me some time. Wer war das? Epiphany. Ich weiß doch. Hallo. Meine Güte, hat dann mal Spaß gemacht. Wo ist denn Marco? Marco? Gar nicht mehr da. Vielleicht steht der vorne. Hui. Oh, der war raus. Da ist wenigstens schöne Luft. Nee, aber ist er auch nicht. Tja, Mäuschen. Dann weiß ich nicht. Ich habe jetzt den Dennis mitgenommen, weil Taxis dürfen immer nur 3 Leute mitnehmen. So, du und Jurassica fahren mit dem Taxi. Was bestellt ist für euch auf 9:30 Uhr, also 21.30 Uhr, das ist ja in 2 Minuten. 9:30 Uhr ist 21.30 Uhr, das ist ja, ja, und vor allen Dingen, wir dürfen in der Kälte stehen und der Dennis ist schon mit dir. Wer ist denn Dennis? Der andere DJ mit mir auch. Ah, okay, ich verstehe, so ein ganz schön klar. Ja. Aber vielleicht ist das. Naja, mit dir schon. Nee, das ist wahrscheinlich. Ist das denn? Hallo, sind Sie das bestellte Taxi? Ja, genau. Ja, dann sind wir das. Das geht ja einigermaßen noch hier. Wissen Sie schon, wo es hingeht? Ins Plaza. Ins Plaza. Plaza, ja. So, wir sind jetzt ausgestiegen. Da ist das Plaza. Kann man das sehen? Und wir gehen jetzt rein. Oh, sorry. Wir gehen jetzt rein, dann gucken wir mal, weil ich muss jetzt unbedingt, wie ich schon eingangs erwähnte, ein kleines Getränk zu mir nehmen. Das ist der Marco, ich den kenne noch vom letzten Jahr. Tja, heute quatscht er ja, nicht so viel. Ich glaube nicht. Nee, bist du gestresst? Hast du, Nee, bin total relaxed. Ich bin sehr froh, dass ihr da seid. Ich freue mich sehr, an Weihnachten mit meinen Liebsten zu feiern. Siehst du mal aus. Warum hältst du so weit um? Ich bin nur 1,95. Ach so, warte mal. Oh ja. Hier legst du auf, Schatz, ne? Sieht aber schön hier aus. Ja. Und steil. Oh Gott. Also, okay, verstehe. In die Katakomben. Ja, ja. Ist auch sehr schön, sehr warm hier. So, Melli, deine Erwartungen an diesen Abend? Feucht, fröhlich und hoffentlich gleich mal einen Drink. Du Mäuschen. Ich habe hier selber gebrannten Schnaps. Den hast du selber gebrannt? Ja. Was ist denn das? Hausgemachter Schnaps aus Apfel gemacht, mit viel Liebe. Apfelschnaps und viel Liebe? Du gefällst mir. Du sollst mich nicht so in Verlegenheit bringen. Nee, komm, gib dir den Gehalt. Das muss nachher noch funktionieren. Ich auch, aber mir ist egal. Oh, ja, sehr schön. Das wird super. Das hier ist mein Dancefloor, aber ich beginne erst um 23 Uhr. Guck mal hier, der Boden, der leuchtet auch. Das ist ganz süß. Jurassica, du fängst hier in einer Stunde an. Ja. Dann ist hier schon bereits voll. Achso, dann sind die hier schon drin, die Leute? Ja, nee, das wird ja eröffnet. Du stehst dann schon da und die kommen dann da so reingelaufen. Okay. Machen. Oh. Ich habe ein Geschenk bekommen von der Marco Ulich. Von der Marco. Der Marco Ulich. Zu Weihnachten mal. Wir haben nämlich heute Weihnachten. Total süß. Und was mache ich da? Guck mal hier. White Rag. Das ist ein Buch mit Willem, glaube ich, oder Courtney Dingens Eck drauf, glaube ich. So, ihr Mäuse, das ist immer noch mal so ein Ding. Egal, wo man spielt. Also, es ist ja immer überall andere Technik. Zum Glück, also DJ-Puls oder gerade die Mixer sind eigentlich immer gleich und irgendwie passt das alles. Aber trotzdem, es ist irgendwie immer wieder so ein Glücksspiel, ob wirklich auch alles dann so funktioniert, wie man sich das vorstellt. Deshalb ist es immer ganz wichtig, vorher einen Soundcheck zu machen. Das Kanal 1 funktioniert. Und Kanal 2 funktioniert auch. Gucken wir mal. Das
sitze jetzt gerade hier wieder im Backstage hier unten. Melli legt schon auf. Ich habe jetzt, glaube ich, noch eine Dreiviertelstunde Zeit, um mich so ein bisschen zu akklimatisieren. Ich habe auch im Hotel mein Lipgloss vergessen. Verdammt nochmal. Und ich hasse das, wenn ich mein Lipgloss vergesse, weil ich brauche Lipgloss. Lipgloss ist genauso wichtig wie Atmen für mich, ja? Passt auf, T-Rex Hand. Ihr Mäuse, ich habe jetzt gerade Pause. Es ist 1.30 Uhr oder irgendwie sowas, 1 Uhr. Da ist Epiphany. Epiphany. Hi, hallo. Guten Good Abend. To see you again, darling. Vielen Dank. Now you live in Berlin, right? Yeah, yeah, yeah. You moved to Berlin? I did. Why, darling? Because New York lost its edge. New York was what? It lost its punk rock spirit. Oh, really? Oh, yeah. Oh, really? And, okay. And Berlin still has it, for now. So you have to learn German now? Yeah, I'm in school. You're in school? Yeah. Good. I'm paying money to good. Go to school. Good girl, to I love you. To be told that I'm a stupid yes. idiot and so I can't much. Do anything. Thank you so much. It's a difficult fucking so, language. And you're doing show tonight? Yeah, of course. I'm going to announce you. Oh, this is my fur, this is your fur. Ich habe gerade erfahren, dass George Michael heute gestorben ist. Du willst jetzt mal Hallo sagen? Hallo, einfach mal Hallo. Hallo. Weil wir haben es vor einem Jahr kennengelernt. Vor genau vor einem vor Jahr. Genau. Genau vor einem Jahr. Und du wirst immer schöner und schöner. Oh, danke schön. Ja. Ja, ja, reicht mir jetzt. Wie war's heute? Melli! Melli, den Song singt nicht mit mir. Guten Morgen, ihr Puppis. Das ist die ungeschminkte Wahrheit. Auweia. Oh Gott. Das ist ein Ausblick, oder? Zürich ist schon echt schön. Ihr Mäuse, so, mal gucken. Oh, ich habe gerade geduscht und die Reste von gestern abgewaschen. Jetzt geht's so langsam, muss ich wirklich sagen. Ich frage mich jedes Mal, wie ich es schaffe, innerhalb von einer Nacht ein Zimmer komplett zu verwüsten. Um 14 Uhr muss ich, glaube ich, auschecken, vielleicht auch 15 Uhr, aber egal. Ich fahre einfach zum Flughafen und werde das einfach mal hier alles irgendwie zusammenpacken. Ich hasse das. Stark. Nails. So, das war mein Hotel. Wirklich ein super Laden, muss ich echt sagen. Ganz, ganz freundliche Menschen da und süß. Und jetzt rolle ich einfach mal zum Bahnhof. Süße Gegend hier auch. Hat so ein bisschen was von so einem, ja, ich möchte sagen, so einem stillgelegten Atomkraftwerk. Süß. Habe ich schon gesagt, wie schön die Altstadt von Zürich ist? Süß. Ich liebe das hier. So, ihr Mäuse. Ich bin jetzt schon wieder zu Hause. Ich hatte jetzt auch keinen Bock mehr am Flughafen einfach zu filmen. Da tut sich dann keine Sau, wie ich wieder zurück nach Berlin fliege. Ich bin wieder zu Hause. Mein Mann hat mich abgeholt. Und ich sitze gerade auf Klo. Und habe einen Weißwein. Oh. Also von daher schön, dass ihr mit dabei wart. Folgt mir auf YouTube, Twitter, Instagram, Tumblr, Google+, Facebook und Snapchat. Und bis bald. Bye. Sharing is caring.